Easy peasy lemon squeezy. Ach du Kacke, was ist das? Okay, die haben sich was einfallen lassen. Die haben sich was einfallen lassen, Grün. Ich hab, Bücher. Du hast Bücher, okay. Ja, ich hab Bücher, die sind so um... Ah, ich hab jetzt, ich hab jetzt hier ein Bedienfeld. Pass auf, ich hab Bücher, die sind so umkreist. Also ich hab immer so Bücherpaare. Das eine Buch, da steht zum Beispiel eine 10 drauf, da ist so ein Kreis drum und dann geht so ein Pfeil weg und zeigt mit dem Pfeil auf was anderes. Auch auf dem Buch, das ist dann umkreist wieder mit einer anderen Zahl. Okay. Ja? Und ich habe ein Bedienfeld. Ich habe Blätter, ich habe Feuer und ich habe Strom und ich habe A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist wie so ein Brett aufgebaut, wo ich so die einzelnen Sachen schieben kann. Also von B3 auf B4 oder so. Und ich habe halt verschiedene Steine hier drauf. Ich habe Feuer, Strom und Blatt. Und Bücher. Sehe ich das, wie das bei dir ist? Nee. Okay, ich sag mal, ich hab auch so ein Bedienfeld wie du. Ja? Ne? Und also unten ist am Boden auch nochmal so eingezeichnet Symbole. Okay. Da ist quasi der Tropfen Wasser, danach kommt die Flamme, dann kommt das Blatt und dann der Strom. Und das geht in einem Kreis. In der Reihenfolge, ne? Hat also eine bestimmte Reihenfolge. Man weiß nicht, ob das ein Punkt ist. Und dann habe ich links und rechts jeweils ein Poster. Da steht links eine Zahl und rechts ein Buchstabe und eine Zahl daneben. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, insgesamt 10 Zahlen, wahrscheinlich 1 bis 10. Und daneben ist dann immer bei jeder Zahl ein Buchstabe und eine Nummer. Also wie auf dem Bedienfeld, ne? Das ist ja auch links ABC. Ja, aber meins geht bloß bis, genau. Aber meins geht bloß 1 bis 5. Ja, auch 1 bis 5, genau. Aber wir müssen ja dann nachher wahrscheinlich zu der Zahl das richtige, dem muss irgendjemand den, das A, das F, nee, was war's, das E. Und dann die Nummer eingeben auf dem Bedienfeld. Und 1 zu 5 auf 1 und 3 auf 2 und 10 auf 8 und 6 auf 7. Okay, soll ich hier einfach mal was machen? Und du guckst, was passiert. Okay, ich kann die miteinander verbinden jetzt. Ah ja. Du hast jetzt. Passiert da bei dir was? Du hast jetzt. Was ist denn das überhaupt hier? A, B, C. Ja, du hast jetzt hier B1 mit B4. Verbunden, ja? Ja, und ich habe. Ich weiß bloß nicht, inwiefern das was bringt. Ja, ich auch nicht. Welches Symbol hier zum Beispiel gar nicht auf dem Bedienfeld ist, ist der Tropfen Wasser, ne? Den habe ich auch nicht, nee. Der ist komischerweise nicht da. Vielleicht müssen wir das Feuer löschen. Über Feuer. Ja. Ich habe noch nicht so eine ganze Vorstellung, wie das bei dir aussieht irgendwie. Ach, also wie gesagt, ich habe einmal. Du hast auch Wasser. Oh, wow. Oh, ich kann da Symbole reinmachen. Okay. Ich weiß bloß noch nicht, was uns das bringt. Also du kannst da Symbole. Kannst du meine Symbole auch rausmachen? Siehst du meine Symbole? Ja, nee, die kann ich nicht rausmachen. Da kann aber ich meine siehst machen. Du. Ich kann jetzt nur hier eins reinsetzen. Nee, ich kann mehrere setzen. Guck mal. Okay, ja. Und du kannst sie sogar ändern. Aber meine kannst du nicht machen, also auf D2? Nein. D2, was ist da bei dir? D2 ist bei mir eine Flamme. Ja, aber da kannst du nichts mit machen. Nee, da kann ich nichts mit machen. Okay, guck mal, da kann ich. Siehst du die Linien? Du kannst die. Ja, die Linien sehe ich, wenn du welche machst. Also bin ich jetzt von D2 auf A2 nach A5. Warte, das sehe ich jetzt. Nee, da sehe ich jetzt nichts. Ich sehe gerade nichts. Vorhin hast du Linien gemacht, die habe ich gesehen. Warte. Ja. So, siehst du das jetzt? Ja. Jetzt geht's von D2 auf A2 auf A4 nach B4. Ja. Vom Blatt. Aber was war das? Okay. Das weiß ich noch nicht. Grün, das weiß ich noch nicht. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall diese Zahlen. Muss ich da vielleicht nacheinander gehen von 1 bis 10? Na, wie gesagt, ich habe hier noch Bücher auf dem Boden. Ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung, wie das bei dir aussieht. Also du hast auch einmal das Bedienfeld, so wie ich das habe, 1 bis 5 und A bis E. Okay, das ist bei uns schon mal gleich. Und dann hast du noch was anderes.
Oder hast du noch ein Bedienfeld? Oder wie sieht das aus? Ich hab das Bedienfeld und da kann ich diese Symbole eintragen, ne? Ja, aber jetzt das andere mit den Zahlen von 1 bis 10. Wie genau, ist das? Genau, das sind zwei Poster. Da steht links eine Zahl, zum Beispiel die 2. Und dann kommt ein Bindestrich und dann steht daneben A3. Und so, 2? Also 2 nach A3 oder was steht da? Ich weiß nicht, zwei minus das A3. Steht einfach ein Test. Also das, die 2 ist in so einem Viereck drin, also ein Quadrat. Und neben dem Quadrat mit der 2 drin steht ein Bindestrich. Und daneben, neben dem Bindestrich steht A3. So wie 2 ist A3. Oder sowas. 2? Ja, weil ich habe hier nämlich noch Bücher rumliegen. Ich habe hier zum Beispiel Buch 3. Mhm. Geht zu 2. 3 geht zu 2. Ja, hilft dir das? Nicht wirklich, nee. Vielleicht müssen wir einen Anfang finden. Warte mal, steht okay, bei der 1 Du hast Raum und du hast 2 Poster. Und auf beiden Postern geht es von 1 ist bis D2, 10. Dann ist vielleicht D2 die Flamme. So. Ja? Also 1. Okay, 1 ist D2, sagst du? Ja. 1 ist D2. Und was ist 5? 5 ist C3. Okay, von C. C ist gar nichts. 3. C3 nach D2. Aber warum 1 und 5? Ach so. Weil das bei mir in den Büchern so ist. Ah ja, ich habe hier ein Buch. Ich habe ein Buch, das ist eingekreist, ne? Mhm. Okay, von 5 nach 1. Aber C3 ist ja nichts, ne? Na, da musst du was reinmachen. Du kannst da ja was reinmachen. Du musst nur rauskriegen, was da rein muss. Ob das. Ich kann jetzt hier die Verbindung so machen. Aber die Verbindung ist, glaube ich. Warte mal. Hier steht ja immer Flamme zu Blatt. Also muss das da so rum. Das Blatt sein. Genau. So, was hast du noch? Das siehst du, welche Elementare das haben? Ja, ich habe hier einen Kreis. Die sind also in einem bestimmten Kreis. Also zum Beispiel nach der Flamme kommt das Blatt, nach dem Blatt kommt der Blitz und nach dem Blitz kommt der Tropfen. Und nach dem Tropfen kommt das Feuer. Und wieder die Flamme, ja. Okay, verstanden. Also von Feuer nach Dings, vom Blatt nach Blitz, vom Blitz nach Wasser und okay, macht Sinn. Mhm. Okay. Okay, dann haben wir jetzt hier die 5 und die 1 gemacht. Ja. Dann lass uns mal die 3 und die 2 machen. Die 3 ist was? B1. B1. Und? Das ist der Blitz. Okay, B1 ist Blitz und die 2? Die 2 ist A3. A3 muss ich machen, das müsste dann das Wasser sein. A3. A3, Wasser. Okay. Und dann ist B2 der Blitz. Ja. Mhm. Okay, dann brauche ich aber noch einen Blitz in B2. Ach, B2? Warte mal. Hast du gesagt? B1, nee, B1. B1. Dann du hattest B1 die 3. Mhm. Ja. Okay, die 3 ist also B1, ja? B1, ja. Okay, dann machen wir das so. Zack. Ah, guck mal, das ist blau jetzt. Mhm, okay. Warum ist das jetzt blau? Das andere nicht. Keine Ahnung. Bei dir ist auch blau? Ja. Okay, na gut. Schauen wir mal. Machen wir das erstmal so. Mhm. So, dann habe ich die 9. Das ist nee, die 6. Ach so, die 6. Die 6 geht nach 7. B4 ist das Blatt. B4 ist Blatt. Was hast du sogar gesagt? Die 7? Die 7. E2. Da habe ich noch nichts drin. Da muss ich dann entweder Blitz oder Feuer. Blitz. Achso, warte. E2. Ich muss gucken nochmal. Von 6 nach 7. 6 war? B4. Okay, dann muss Feuer rein. Nee, dann muss Blitz rein. Ja, Blitz, genau. Nach E2. Ja, jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger, jetzt wird es nämlich ein bisschen schwierig, glaube ich, nachher die Linien zu ziehen. Genau. Ne? Mhm. Das wird nämlich nachher die Herausforderung. Genau, aber man muss erstmal das System verstehen. Aber mit dem, was wir vorhin gemacht haben, das ist noch rot, das scheint nicht richtig zu sein. Genau,
Ja, das muss vielleicht. Haben wir das falsch rum gemacht? Vielleicht ist das Wasser und nicht Pflanze. Warte mal, ich guck nochmal. Das war. Ja. Ich glaube, das war von 5 nach 1. 5? 5 ist? C3. Ah ja. C3 ist das Blatt. Und erst? Sag nochmal. Ja, aber nur weil du es da reingemacht hast, oder was? Von? C, von 5 nach? Nach 1. 1 ist D2. D2, genau. Und der war fest mit Feuer. Und Blatt. C3 ach, hast du selber sein. Gemacht. Da muss es. Nee, Wasser muss es sein. Wasser, ja. Kannst du es wegmachen? Kannst du das tauschen? Machen wir Wasser. Ja. Okay, gut. Okay, so, was haben wir? Das hatten wir. Das hatten wir. Wir das hatten jetzt wir. Dann 6 und haben 7, wir jetzt, ne? Jetzt 10 nach 8. 10 ist B3. Was für ein D3? Bertha 3. Das ja. Ist nix, ne? Ja. Und 10 nach, was war's? 10 nach 8 ist hoffentlich. E1. E1, ja, das geht. Blatt. Also müssen jetzt. Davor kommt Feuer dann. Auf Feuer. B3 muss Feuer. Ja, jetzt kriegst du es nur nicht verbunden. Ja. Haha. Genau, dann ja, mache ich anders. Kann ich das nochmal löschen hier? Ja, pass auf. Und zwar bauen wir das so rum. Ey, Doppelklick immer. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich A4 nach E5. Fertig. Was hast du denn das noch? Ist, ich habe jetzt noch 4 nach 6. Das muss eine 9 sein. Von 4 nach 9. E5. E5. Ist das Blatt? Ja. Nach was hast du? 9. A4. Nach Strom. A4. Da muss Strom rein. Mhm. Easy. Juhu. Ja. So eine Sachen sind genau mein Ding. Das haben wir doch super gelöst. Da fange ich erst an, richtig. Ne? Da fängt mein Gehirn erst an. So, ich bin jetzt in einem Raum, wo die Sonne so quasi wie so ein, sieht in erster Linie aus wie so ein Planetensystem. Da hinten ist es dunkel. Ich soll hier irgendwo reinkriechen. Grün, ich will nicht da reinkriechen. Mhm. Da steht bei mir jetzt, dort unten ist es dunkel, ich kann es anklicken. Soll ich da reinkriechen? Musst du wohl, ne? Du hast die Sonne, ich krieg die Dunkelheit jetzt, oder was? Ja, ich habe hier das Planetensystem, habe ich hier als Modell. Nee, ich kann hier nichts machen. Nee, warte, ich kann hier nichts machen. Hier. Oh, hier unten hier ist nehmen. Auch irgendwo dunkel. Jetzt kann ich hier. Oh Gott, jetzt kann ich hier reinklettern. Ich kann aber nur ganz langsam kriegen. Oh Gott, grün. Grün. Ja, was ist? Oh Gott, das ist total unheimlich. Mir ist es auch gleich unheimlich. Kann ich in dem Planetensystem kann ich nichts machen. Ich gehe jetzt hier unten auch mal weiter, dass so ein. Wie in die Kanalisation. Boah, was ist das? Oh, oh, oh. Ja, ich habe hier ein großes, großes, rundes Tor. Ach du Gott, ach du grüne Neune. Ich habe hier, ich glaube, das Wasser steigt wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Oh, hallo. Hallo, bist du da? Bist du das? Das ist kein Spielzeugkind, männlich. Gib ihn mir. Weiblich, er hat ihn benutzt. Nein, wir haben es verhindert. Ich weiß nicht, wie jemand, und schon gar nicht er, sich Zugang zu den Gräbern verschaffen konnte. Und dann musste ich ihn zerstören. Nein! Was hast du getan? Ich habe uns vor einer Katastrophe bewahrt. Es ist sich... Was? Er hat sich unsterblich gemacht. Und hoffentlich wird es seinen Fluch Einhalt gebieten. Den konnte ich nicht so schnell lesen. Möge er nur von rechtschaffenen Händen wiederhergestellt werden. Okay. Ich habe jetzt wie so eine Art Spinnennetz. Und da gibt es Knotenpunkte. Und an diesen Knotenpunkten sind so... Naja... Ja, so eine Balken und diese Balken haben links und rechts jeweils eine Farbe. Ich glaube, ich werde gegrillt. Hier ist Strom und Wasser. Okay. Mhm. Hast du Strom, der. Hast du so. Keine Ahnung, so. So Säulen. Oder sowas. So ja, Penüppel. Ja, also ich habe hier ganz viel mit verschiedenen Farben. Also. Okay, das ist gut. So komische. Weiß nicht, was das sind. So.
Wie soll ich sagen? Sieht aus wie kleine Handgranaten. Also nicht rund, sondern länglich. Ja, sehe ich. Ich habe die gleichen. Ich habe nur rechts und links habe ich immer Farben. Ja, genau. Ich kann dir also sagen, immer Farben, genau. Manche haben eine, manche haben zwei. Ja, ich kann dir sagen, in welche Richtung du laufen musst. Du musst mir sagen, wo es anfängt, wahrscheinlich. Gibt es bei dir einen Indikator dafür, wo irgendwas anfängt? Du hast gesagt, irgendwas ist mit Strom. Ist überall Strom oder fängt an der Pönüppel Strom an? Nee, ganz oben ist an der Decke ist eine Kugel mit Strom. Und ich glaube, oh, die kommt runter, genau. Und wenn die unten ist, werde ich gegrillt. Okay. Oh, und ich habe hier noch sowas, sieht aus wie Öfen. Da sind auch noch mal so bunte Dinger drin. Ich glaube, ich muss da welche nehmen und welche reinlegen. Also in einem ist eine so eine Granate mit Orange und Grün. Ja, hab ich. Und an einem anderen ist eins mit Blau und Rot. Und die anderen sind alle noch nicht belegt. Okay. Ich glaube, du musst mir sagen, welche ich da reintun muss. Ja, ich weiß bloß nicht, also ich habe eins mit Blau und Rot gefunden und ich habe eins mit Orange und Grün gefunden. Ja. Ist bei dir Orange, bei dem Orange-Grün, ist Orange, ist es links, rechts oder ist es oben unten? Links. Links ist Orange, rechts ist Grün. Ja. Okay, hast du irgendeine Verbindung zu anderen Teilen? Hast du? Ja, die links und rechts stehen dann immer nochmal so Teile, mit, wo man so eins reinlegen kann. Meinst du, die Farben müssen dann passen? Das heißt, ich brauche eins mit Grün und Rot. Ich habe sowas wie eine Karte sozusagen und ich kann dir sagen, wo was hin muss. Du musst mir nur sagen, wie das bei dir aussieht. Also wenn bei Orange und Grün bei dir eine Verbindung ist. Diese komischen Öfen bilden quasi einen Kreis, ne? Ja, du musst mir sagen... Kann das sein, dass ich jetzt vielleicht eins brauche, wo Grün und Rot ist? Also du brauchst entweder nur ein rotes links, nur ein orangenes links oder du brauchst eins mit Blau links, rechts Grün. Und das muss an eins ran oder links blau. Das geht auch. Nee, ich habe eins mit einmal nur orange und einmal nur rot. Okay, ja. Und wo tue ich das dann hin? Ja, du musst irgendwie eine Verbindung haben zu irgendeinem. Guck mal ganz genau, ob von dem orange-grünen geht da irgendwas ab. Geht da irgendwas ab, ein Kabel oder irgendwas? Nee, das sieht hier aus wie so Leitung. Kreis. Das sieht aus, als müsste ich irgendwie einen Kreis bilden. Ich weiß bloß nur noch nicht wie. Und du hast jetzt ein rotes. Blau, warte mal. Ein rotes nur links kannst du da ranmachen. Wenn das ein Kreis ist, dann gibt es ja bloß eins, was passen kann. Ich hab jetzt nicht zwei. Nee, das geht nicht. Ich bin gleich gegrillt, aber okay. Ja, das ist damit auch mal. Müssen wir mal rechnen. Hä, wo sind die jetzt hin? Hä? Also das Orange-Grüne, das haben wir gefunden. Das ist das. Achso, ich kann da durchwechseln. Ah, warte. Ich glaube, das schaffen wir nicht auf Anhieb, weil ich bin jetzt gleich gegrillt. Nee, wahrscheinlich nicht. Du musst irgendwie, also du hast so eine Säule oder was? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, tut mir leid. Ach, kein Ding. Am besten, wir nutzen die Zeit noch, damit du mir am besten erklärst, wie das funktioniert. Also du hast. Wo machst du diese Dinger rein bei dir? Ich sag doch, da sind im Kreis so wie Öfen angereiht. Und da kann und ich die diese Teile Nein, die haben, und die haben keine Verbindung direkt, sondern die stehen einfach nebeneinander. Aber die haben was mit dem Strom zu tun und ich bin gleich gekriegt. Ja, aber ich hab hier nämlich Verbindung zwischen denen. Da sind nicht irgendwie wie so Kabel oder sowas. Oben an der Decke irgendwas, dass du irgendwas siehst, was die miteinander verbindet? Doch, die sind alle im Kreis verbunden. Okay. Ja, können wir im Uhrzeigersinn versuchen. Nicht ganz im Kreis, also zwei sind nicht verbunden. Ja, wir können es im Uhrzeigersinn versuchen. Hier ist eine Tür. Achso, mhm. Da geht da eine Tür auf, wenn ich das richtig verbinde. Okay, du wirst wahrscheinlich nur eine bestimmte Auswahl. Du wirst wahrscheinlich nur eine bestimmte Auswahl an Dingern haben. So, nee, warte mal. Du wirst so eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, ja. Ja? Ich glaube, die Verbindung, die Kabel oben, die Verbindung, die ist in einer bestimmten Reihenfolge. Das ist nicht im Kreis, sondern ein bisschen anders verbunden. Und ich wette mit dir, wir müssen so diese Farben verbinden, dass immer Blau an Blau, Rot an Rot und Grün an Grün und so ist. Aber was hat das dann mit dir zu tun, frage ich mich, weil das könnte ich jetzt auch alleine lösen. Ja, aber ich habe so eine Karte, okay. Nee, das... Na, bei dir werden ja welche fehlen. Ja, aber bei dir werden welche fehlen und ich muss dir ja sagen, wo was rein muss. So,
jetzt bin ich gleich gekommen. Okay, also du... Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre rechts grün, dann muss da rechts grün, dann ist da links blau, dann ist da links blau, dann ist rechts nichts, dann ist da rechts nichts, dann ist nur orange, links. Da müsste irgendwas mit orange sein. Oder nur orange, links. Okay, bei dem orange-grün fängt es an, oder was? Na, es sind ja zwei hinterlegt. Einmal orange-grün und einmal rot. Nee, es fängt eigentlich... Warte mal, das passt. Das müsste aber... Warte mal. Halt gar keine Vorstellung. Ja, vor allem habe ich keine Vorstellung, wie das passen soll. Aber egal, ich bin jetzt... Also ich habe wie so eine Karte, wie so ein Spinnennetz, wo genau das abgebildet ist wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, dass ich hier mit den Farben nicht weiterkomme. Ich kann dir... Vielleicht ist dein Raum rund? Ja. Okay, dann kann ich dir theoretisch genau sagen... Ich kann dir theoretisch genau sagen, welches wohin kommt, wenn wir uns orientieren können. Wenn wir... Also wie gesagt, ich habe eine Karte. Ich habe an der Wand... An der Wand habe ich so ein kreisrundes Ding. Da sind diese Pönüppel, die du da wahrscheinlich hast, eingezeichnet. Mhm. Und ich kann dir ganz genau sagen, wo welcher Stift hin muss, wenn du die Farben hast. Wir müssen nur gucken, dass wir uns in einem kreisrunden Raum irgendwie orientiert bekommen. Dass wir irgendwie Norden, Süden festlegen und dass du dann weißt, welche der Säulen welche ist. Weißt du, wie ich meine? Nee, verstehe ich jetzt gerade nicht. Na, du hast einen kreisrunden Raum. Ja. Und ich habe ja auch so ein kreisrundes Ding. So, und wir wissen ja, du hattest eins. Konntest du das orange-grüne rausnehmen? Nee. Oder war das fest? Gab es feste? Hab ich nicht ausprobiert. Okay, du wirst wahrscheinlich feste haben. Und du hattest so lose, die du irgendwo reinstecken musst, ja. Richtig? Und genau, ich habe ja so ein Kreisdings und ich kann dir quasi sagen, wo welches hin muss, weil ich eine komplette Karte habe. Und wenn bei dir welche fehlen... Dann weißt du ja nicht, wenn ich jetzt nach rechts sage, wo ist in deinem kreisrunden Raum nach rechts. Das heißt, wir müssen erstmal uns orientieren und dann sagen, okay, das ist jetzt oben und das ist unten, sodass du dich in deinem Raum orientieren kannst, wenn ich es oben sage, dass du weißt, in welche Richtung du laufen musst. Ja, kannst du. Weißt? Ja. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was für Farben du hast und wie die. Also du brauchst zwei Säulen, wo du die fest sind. Wo du das nicht rausnehmen kannst, am besten, das wäre der Bestfall, damit wir die Position von dir bestimmen können aufgrund der beiden Positionen der Säulen und dann können wir sagen, okay, die stehen für mich so und so zueinander, sodass du dann weißt, ah, okay, rechts, wenn ich zum Beispiel sage, rechts von der blau-roten oder so, dass du dann weißt, in welche Richtung bei dir rechts ist, weißt du? Mhm. Was ich meine? Okay, ich mache mal auf erneut versuchen, mal gucken. Wir schaffen das schon. Easy. Eine Frage der Kommunikation. In Kommunikation sind wir richtig stark. Na, erstmal die Frage von rausfinden, was muss ich überhaupt tun? Ja, du musst die Dinger so da reinstecken, wie ich das auf der Karte habe. Da gehe ich ganz stark von aus. So, pass mal auf. Du hast einen kreisrunden Raum. Und kreisrund, da gibt es Säulen, die direkt... Ich bin noch nicht drin. Naja, ich erzähl schon mal. Ich geh noch du mal nicht rein, ja. Ich geh mal noch nicht Säulen? Rein, dann läuft's nicht los, ja. Okay, du hast Säulen, die sind näher an den Wänden ja. als andere. Nee. So. Na doch. Nee. Du hast welche, die sind ganz außen und du hast welche, die sind ein bisschen weiter innen, oder? Nee, die stehen alle ziemlich weit an der Wand. Ja? Du hast nicht eine Säule, die ist mittig? Mittig vom Raum? Na, ich hab in der Mitte ist bei mir dieses komische Elektro-Ding, was nach unten fährt. Okay, da hast du aber nicht auch so eine Säule. So ein Na, Ofen. Da sind so zwei Halterungen. Nee, da ist keine Säule. Nee. Da ist dann in der Mitte sind da auch, also so ungefähr, nicht ganz in der Mitte, aber in der Nähe ist dann dieses Ding, wo diese Granaten drauf liegen mit den Farben. Die liegen da rum. Aber sonst sind die okay. alle so im Kreis angeordnet und da verläuft oben drüber ein Kabel, allerdings nicht im Kreis. Da ist vorne, wenn ich jetzt durch den Raum geradeaus gucke, ist eine Tür und da ist so ein blauer Kristall. Und von dem geht das Kabel einmal rundum über, also einfach nicht im Kreis, sondern halt so ein
wie soll ich sagen, nicht ganz im Kreis. Ja, du hast auf jeden Fall einen Weg. Du hast ja, auf genau, jeden Fall einen Weg. Weg, einen Kabelweg durch die ganzen verschiedenen Öfen oder was das ist. Okay. Hochspannung. Ja, ich hätte nämlich gedacht, dass deine Öfen genauso platziert sind, wie das auf meiner Karte ist. Hm. Ich habe wie so ein Spinnennetz, musst du dir vorstellen. Mhm. Und da gibt es halt so Knotenpunkte, was deine Öfen darstellen wird. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und da sind halt diese Farben schon fest drin. Also ich kann mit denen ja nichts machen, sondern ich muss dir sagen, welche Farbe du wohin machen musst. Ja. Und ich hätte gedacht, dass dein Raum genauso aufgebaut ist wie meine Karte, was offensichtlich dann nicht so ist. Nee. Du hast gesagt, du hast den orange-grünen gefunden. Der orange-grüne ja, ist in einem Ding schon drin und ein blau-roter. Okay, ja, die habe ich beide. Sehe ich beide? Da ist rot und ist da links ist noch und blau ist rechts. Dazwischen ist dann noch ein so ein Ofen dazwischen, wo nichts drin liegt zwischen den beiden. Und dann kommt nach dem... Nur eins ist dazwischen? Ja. Das muss orange links sein. Orange links, okay. Und dann kommt danach, kommen noch zwei. Zwei von den Teilen. Und vor dem blau-roten ist auch noch mal einer geschaltet. Also es kommt quasi ein, nach der Tür kommt eins ohne, dann kommt rot-blau und dann kommt wieder eins ohne, dann kommt orange-grün und dann kommen noch mal zwei ohne. Ja? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob du auch die Stifte hast, die ich habe. Also ich will. Weil wenn du Stifte nicht hast, dann wäre es easy. Ich komm, warte mal, ich kann dir vielleicht... Wenn du alle Stifte hast, dann... Ja, ich kann von hier aus halt nicht so wirklich sehen, was ich habe. Okay, wir haben relativ viel Zeit. Also du hast gesagt, es kommt die Tür. Ja. Die Tür ist Ende. Da musst du nichts mehr einstellen, Ende, sondern genau. Das Ende. So, dann kommt eins ohne. Ja. Dann kommt... Oder zwei ohne? Nee, eins ohne. Eins ohne, dann kommt links blau, rot... links rot, rechts blau. Dann kommt also, wieder eins ohne. Ja. Dann kommt links orange, rechts grün. Und dann kommen wieder zwei ohne. Ja. Okay. Ja? Soll ich mal ins Wasser hüpfen? Eins ohne. Das kann entweder nur blau-blau oder links-blau, rechts-orange sein. Das blau-blau würde Sinn machen, weil der Kristall auch blau ist. Wir können es probieren. Okay. Also. Spring mal rein. Spring mal rein. Also zwischen dem orange-grünen und dem rot-blauen. Zwischen den beiden musst du... Wenn da nur einer ist, muss der links orange, rechts nichts rein. Links orange, rechts nichts. Ja. Ja, hab ich. Da mache ich bei dem dann vor der Tür das blau-blau rein. Mach mal blau-blau rein. Ja, und was kommt nach orange-grün? Nach orange-grün? Jetzt ist die Frage, ob du die gleichen Stifte hast. Du könntest ausprobieren. Rechts-grün, links-blau? Hab ich nicht. Okay, hast du links rot? Ja. Hast du auch links nur blau? Ja. Ah, jetzt wird es nämlich knifflig. Hast du links rot, rechts grün? Ja. Okay, dann mach da links nur blau rein. In den ersten. Der ist und aber rechts zweiten. Blau. Der ist nee, das ist dann blau. Nicht richtig. Kann ich auch nicht anders, den kann ich auch nicht anders rein. Nee, rechts blau bringt uns nichts. Bitte? Gar nicht. Nur rechts blau bringt uns nichts, den kannst du vergessen. Ja, was dann? Okay, du hast nur links rot. Ja. Der kommt nach orange grün. Der kommt nach orange grün, hab ich ja. Ja. Und dann muss entweder links, achso, den hast du nicht. Dann muss danach blau blau kommen. Den hab ich aber schon. Ja, den machst du da wieder raus. Ja, und was tue ich dann bei der Tür rein? Links blau, rechts orange. Hab ich doch nicht.
Den hast du auch nicht. Blau, rechts, orange. Nein, habe ich nicht. Ich habe noch orange, orange und rechts auf einer Seite grün. Habe ich noch rot, rot. Und den einen, der auf einer Seite blau ist. Und dann habe ich noch rot, grün. Rot, grün. Und der ist auf der eine blaue, der nur auf einer Seite, der ist nur rechts blau? Ja, wenn ich ihn reinlege, ich kann ihn ja nicht, der ist links blau. Ah, na dann, okay. Ja, dann wieder auf Anfang, also zwischen rot-blau und orange-grün kommt der nur orange, ne? Der ist links orange. Ja. Dann machst du an den rot-blauen, machst du blau-blau ran. Rot, zur Tür. Blau, zur Tür, blau-blau, okay. Ja. Ja. Dann machst du an den orange-grünen den nur blauen ran, der links blau ist. Der ist rechts blau. Jetzt auf einmal. Ja, was ist mit dir? Ja, wenn ich hier reinlege, auf einmal, ich weiß nicht wieso. Ja, mach den rein und dann machst du in den anderen machst du den rot-grün rein. So, und dann drücke ich auf den Hebel, ja? Und werd gegrillt. Ja. Nee, ich glaube, das hat. Oh, bei mir! Boah, das grillt mich! Es grillt dich? Okay, wenn du einen Hebel drückst, dann sehe ich, was passiert. Was passiert? Also, es war zumindest nicht richtig, würde ich sagen, ne? Ja. Oh Gott, ich gehe mal nach hier oben. Ich gucke mir das lieber von hier oben. Okay, kannst du den Hebel nochmal drücken? Dann beginnt plötzlich so ein Stromding. Ja. Aha. Aber dann fährt das Ding auch runter. Ich bin gleich tot. Ja, okay. Dann weiß ich aber, wo es anfängt. Dein Anfang ist... ich muss bestimmt alle abfahren, oder? Dein Anfang ist bei dem nur blauen. Rechtsblau. Mhm. Naja, ja, bei mir nicht. Was heißt bei dir nur blau? Nein, der hat... Nein, normalerweise haben die links... Nee, nur blau links. Der hat nur eine Farbe. Ich habe aber keinen, der nur links. Ich habe nur einen, der ist rechts blau. Ja, zwischenzeitlich war das andersrum. Da hast ja, du gesagt, ich weiß du hast nicht, auch warum. Einen, warum okay, hat den hier anfängt, andersrum? Ja, warum nimmt er den denn als erstes? Da muss ja dann der Anfang von dem Kabel... Bist du sicher, dass das, dass das richtig ist? Dass der, ja, das ist bei mir auch so ist? Der Anfang, ja. Also das Ende oder der Anfang, was auch immer. Einer von den beiden Enden ist es, ja. Okay, er möchte dann aber... Der nächste muss rot-grün sein. Ja, ist er auch. Ja, das ist ja komisch. Hä? Ich muss kurz auf Toilette. Moment mal, grün. Das war bei dir der allererste, ja? Ja, was heißt einer der Enden, ja. Das darf gar nicht einer der Enden sein. Weil du hast gesagt, der nur blaue... Also der nur blaue hätte mit dem... Warte, ich gehe nochmal rein. Ja, die Tür ist ein Ende und da, wo ich reingekommen bin, ist ein Ende. Ja, du hast die miteinander vertauscht. Nur blau, was heißt bei dir nur blau? Du hast gesagt, nur blau ist bei dir links blau. Ja, ist egal. Ich habe aber einen, der ist nur blau. Ja, aber du hast gesagt, nach dem orange-grünen kommen noch zwei weitere, die kein Ding haben. Ja, mit dem Kabel verbunden, ja. Genau. Und dann hätte an dem orange-grünen der blaue sein müssen und dann der rot-grüne. Der rot-grüne muss ja dann das Ende sein. Der rot-grüne muss der letzte sein, dann. Der rot-grüne. Ja, und du hast die andersrum gehabt, ne? Nee, eigentlich nicht. Aber wir können es nochmal probieren. Wenn blau bei dir angefangen hat, dann muss das ja verdreht gewesen sein. Also, an der Tür, aus der du rauskommst, machst du rot-grün. Rot-grün, okay. Ja. Gut, rot, links, rein, ja? Rechts-grün. Ja. Rot-grün. Links-rot, rechts-grün. Warte mal, links-rot, rechts-grün. Ja. Und dann daneben dann das Blau. Das nur Blau. Nur Blau. Und das Blau ist jetzt links bei mir.
Aha, besser. Okay, ja. Dann kommt als nächstes links orange, rechts grün. Ja, und dann? Dann kommt nur links orange. Ja, und dann kommt dann blau. Dann kommt blau. Links. Nee, dann kommt links rot, ja, rechts ja. blau. Zum Schluss. Blau, und dann blau. Kommt blau, blau. Und dann ist fertig. Bin ich jetzt mal gespannt. Wo. Und dann schiebe ich dir die Schuld in die Schuhe. Gerne, ja, gerne. Ich habe auch schon einen dicken Schädel hier. Das sieht schon mal gut aus, Grün. Ja, das sieht sehr gut aus. Bam! Bam! Ja. Hat sie wieder nicht zugehört. Hervorragend, Grün! So einfach geht das. Ja? Ja, super. Ist immer, machst du, was der Onkel sagt? Spaß, das ist gut.